So, was haben wir hier? Irgendein Hütchen. Am Pilz. Da vorne kommen Wölfe. Okay. Speichere ich nochmal. So. Und dann haben wir hier zum Glück Fackeln. What the fuck is going on? So. Ja, guck mal, Wölfe sind auch kein Problem hier für uns. Für unseren erfahrenen Kämpfer. So, der letzte hängt hier irgendwie in der Böschung drin. Hallo? Hallo? Wolf? Erstmal die Fackel aufnehmen. Wenn das denn tut. Dann das Sklavenbrötchen. So, dann können wir jetzt hier schön die Wölfe ausnehmen. Die haben nämlich immer schön noch so ein Fellchen dabei. Also warum wohl, ne? Warum haben Wölfe wohl ein Fell dabei? Ganz total abwegig. Was war das? Ist hier gerade eine Fleischwanze hergekrochen? Hab ich gerade gehört? Naja. Hab ich mich wohl verhört? So. Wo genau zur Hölle, what the fuck, wo sind wir eigentlich? Da geht es sehr steil runter, da ist ein bisschen Strand. Warum auch immer da Strand ist. So, vielleicht ist da eine neue IKEA-Filiale geöffnet und die haben da ihr Strandgut hingebaut. Damit da auch Secondhand-Sachen verkauft werden können oder was auch immer im Strandgut passiert. Ich habe das nie so richtig verstanden, wofür das da ist. Fakt ist, es gibt es. So, das war ein genialer Sprung. Ach, hier sind wir. Ach, guck mal. Siehste, alles ergibt einen Sinn. Der Kreis schließt sich. Da oben ist ein Lager, habe ich gerade gesehen. Irgendwie, keine Ahnung. Naja. Gehen wir jetzt mal wieder schön zum alten Lager. Tun wir das? Ja. Gut, ich weiß gerade nicht. Ich wollte mal gerade kurz auf der Karte gucken. Wo ist sie? Ob wir vielleicht schon hier runter müssen. Von da sind wir gerade gekommen. Genau, von da sind wir gerade gekommen. Und jetzt müssen wir erstmal... gut, dass wir den übelsten Umweg gelaufen sind. Das ist wunderbar. Okay, also lass uns vielleicht vorher zum alten Lager gehen und danach erst zum nächsten Punkt, wo sich die Fokussteine befinden, weil wir uns dann nämlich etwas ausrüsten können noch. Vielleicht können wir noch eine Waffe upgraden oder so. Oder noch ein bisschen lernen, Stärke, Geschick, Schwertkampf, Bogenkampf, was auch immer. Und auf jeden Fall wollte ich noch bei Spruchrollen gucken, bei unserem lieben Freund in der Festung da oben. Während ich heimlich meine Pizza genieße. Eiskalt, eiskalte Pizza. Voll gemein, vor 10 Minuten war die noch warm. Nur für euch lasse ich die hier kalt, nur für euch. So. Ist in Extremo eigentlich noch da? Nö, in Extremo ist nicht mehr da. Schade. Gut. Hallo, hallo, hallöchen. Böchen. Ich schau mal gerade, ob ich vielleicht hier unserem Kumpel noch was erzählen kann. Vincent Raven. Wer hat denn nochmal Vincent? Ach, das war dieser komische Typ, ne? Dieser komische Geige. Ne, nicht Geigespieler. Dieser komische Typ mit dem Raben. Hallo. Hallo.
Okay, dem kann man nichts mehr erzählen. Der weiß schon alles. Dann tun wir mal kurz hier. Da hinten war der Waffenhändler, genau. Aber erstmal hier zu unserem Freund, dem. Lass uns lieber über wahrscheinlich hast du recht. Torres war das gerade. Sei gegrüßt. Ne? Genau. Schriften über Magie. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Der ganze Kram, den wir dem angedreht haben. 10 Millionen Tränke. Stärke, Schutz vor Feuer. Da haben wir Verwandlung. Blutfliege. Licht, Heilung, Feuersturm, Feuerring, Feuerfeil, Feuerball, Licht, Heilung, Feuersturm. Ah, jetzt kommen die Runen, okay. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsel. Mist, ich dachte, der hat auch diesen Zauber, den ich suche, aber hat er nicht. Mist. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Okay. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich überleg gerade, ob wir hier vielleicht. Haben wir eigentlich noch genug von, ne? Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Solange ich damit nichts zu tun habe, gut, dann lassen wir das mal lieber. Und schauen noch nach einer anderen Waffe. Stone. So, hier, was hatten wir jetzt gerade für eine? Die hat 55 Schaden. Für Gorme. Genau, für den bin ich auch. Ich könnte. So, 55 hat man, ne? 46 ist hier der Beste, das können wir vergessen. Okay. Stone. Gardist. Naja, gut, also es kann. So, Cutter, Gardist. Bliblablub. Und somit machen wir uns dann am besten direkt auf den Weg, ne? Karte. So, wir müssen eigentlich am besten auf der anderen Seite aus dem Lager raus. Machen wir das doch. Müssen wir nicht außen rum gehen. Und wir können noch mal eben kurz beim Chefkoch vorbeischauen. Der uns dann noch ein paar Süppchen anbietet. Snuff. Für Gomme! Genau. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Super. Was können wir denn jetzt noch machen? Also ich meine jetzt, bevor wir zum nächsten gehen, weil das war ja gerade schon relativ hart mit den Untoten. Das war ja schon ziemlich heavy Metal. Naja. Gehen wir mal hier rein und schlafen mal gerade, bis es wieder Tag ist. Tagis. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Zack, da sieht man uns auch schön mit dem geilen Schwert, was da an unserem Gürtel hängt, wenn wir da rumliegen. So, das hängt auch so ziemlich fast im Boden drin, ne? Schade, dass man nicht so die Kamera, hängt nicht ganz im Boden, aber kommt schon dran an die Sache. So, Karte, was sagt denn? So, wir müssen dem Weg, wo wir gerade drauf sind, folgen. Und dann bei der nächsten Kreuzung links. Das ist schon mal sehr gut. Dann tun wir das doch einfach mal. Indem wir vorher speichern. So. Und kurz an der Pizza nuckeln. Ja, vorne sitzt nämlich jetzt auch jemand. Nee. Vorne. Man kann irgendwie nicht in First Person gehen, das finde ich ein bisschen ätzend. Für Gomez. Na du Schneidersitzmensch. So. Da bin ich jetzt gespannt, was da kommt. So genau habe ich das nämlich alles nicht mehr in Erinnerung. Hier, das waren sehr interessante Kletter. Was sind das für Tiere?
Hört sich böse an. Da kann man doch auch bestimmt vorbeiklettern, oder? Ach egal, wir versuchen es mal. Ich habe zwar gerade gespeichert, aber ich speichere noch einmal, denn ich bin ein speicheraffiler Mensch. Orkund. Ja, das ist natürlich total super. So. Na komm. So, mal gucken. Komm, jetzt nimm doch den da vorne. So, hallo, hallo. Scheiß Hund. So. Nächsten. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Machen wir mal. Klettern wir mal lieber. Ist definitiv. Ach, guck mal. Kann auch einfach so machen. Noch einfacher als klettern. Und man sieht mal so ein bisschen Aussicht hier. Aua, da war ein hartes Stück Pizza. So. Sehr interessante Felsformatierung, ne, muss ich ja zugeben. Mhm. Okay, da geht es sehr steil runter. Knack, knack, knack. Na guck mal, da geht sogar ein Weg lang. Und da vorne ist eine Höhle. Und da sind Orks. Nee, danke. Schaue ich mal gerade auf der Karte, wo genau ich hier bin. Ah, okay. Dann ist der Weg sogar ganz richtig, der, den wir gegangen sind. Also beziehungsweise der, wo wir vorstehen. Ja, das ist tatsächlich der richtige Weg. Dann brauchen wir die Orks gar nicht anzufassen. Sondern können das einfach so regeln. Dum, 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 dum. Und gehen dann hier oben lang. So einfach ist das. So, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit die Fackel mit mir rumtrage. So. Was ist denn hier so los? Hier ist nicht so viel los. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass hier in späteren Gothic-Teilen komische Feuerkreaturen unterwegs sind. Jetzt gerade anscheinend nur irgendwelche Hunde. Gut. Mehr oder weniger gut. Ziemlich cool hier mit den steilen Wegen an dem Fels. Ziemlich atmosphärisch. Atmosphärisch. So. Spannend, 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 spannend auf jeden Fall. So, hier ist eine Höhle oder was ist hier? Ach nee, eine Kurve. Wo? Ja, das hat ja super funktioniert. So. Ja, ist ja, ist es denn die Möglichkeit? Ist es denn die Möglichkeit? So. Orkjäger hat natürlich nichts dabei. Aber eine wunderbare Waffe. So, da sind aber sonst keine. Gut, dann kann ich mal kurz hier eben einen trinken. Und noch einen trinken. Und noch einen trinken. Und dann einen speichern. So. Und dann mit gezogener Waffe weiter ins Verderben. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade diesen Platz mit einem anderen Platz verwechselt. Oder? Habe ich das? Habe ich das etwa? Oh. Doch nicht. Ich bin nämlich ultra stark und ultra cool. Zack. Gucken wir mal, was sich hier so in den Höhlen befindet. Oder in diesen Gemäuern. Die hier rumhampeln. Oder rumstehen. Oder rum was auch immer. Rum mit Kakao zum Beispiel.
So, hier sind irgendwelche Säulen. Die stehen hier. Und hier haben wir einen Turm oder sowas. Wo aber... Hier geht's hoch. Okay, aber da kommen wir, glaube ich, nicht drauf. Kommen wir hier drauf? Ja, super. Das geht doch. 1A. So. Ich mach mal gerade hier auf den Gehen-Modus umschalten. Also nicht der Gehen-Modus, sondern der Gehen-Modus. Okay, das scheint definitiv zu steil zu sein. Schade. Ich wäre da jetzt gerne hochgekraxelt. Aber das Spiel erlaubt es einem nicht. Schade. Very, very schade. Very, very schade. So, was haben wir denn da für einen coolen Turm? Wer weiß denn jetzt schon, was das für ein... Wow. Wer weiß denn jetzt schon, was das für ein Turm ist? Ja, weiß das jemand? Hä? Weiß das jemand? Hä? Schöner Turm auf jeden Fall. Gut.